So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Ja, mittlerweile wirklich wieder Alien Isolation, weil ja, den Reaktor, den haben wir es völlig zum Ausrasten gebracht. Meine Fresse. Das Nest ist zerstört, aber die restlichen Aliens, die sind halt alle jetzt auf die Station hier wahrscheinlich abgehauen. Und das heißt, wir müssen aufpassen jetzt so. Die Aliens sind wieder zurück. Aber wir müssen richtig aufpassen jetzt. Das Nest müsste zerstört sein, aber wie gesagt, die restlichen von denen schleichen nun herum hier. Wir müssen jetzt zu Ricardo zurück. Allgemein, hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Wirklich? Sie müssen zur Krankenstation, sofort. Die Reaktorsäuberung. Sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück. Beleuchtung, Transit, vielleicht sogar die Funkverbindungen. Das ist unsere Gelegenheit. Sie müssen gehen. Sofort. Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich gehe runter zu Communications. Ach nö, nein. Ich muss erst dann nochmal hin. Also unser letzter Aufenthalt, wo wir Samuels dort finden mussten, war ja nicht so schlimm. Aber der erste, ne? Weißt du noch? Wo ich ja so ein bisschen ausgeflippt bin. Ach nö. Und das ist ja mit den Aliens. Das wird doch richtig scheiße da wieder werden. Das sieht doch jetzt schon kommen. Also wird bestimmt nur ein Alien da sein, aber... Ja, die haben sich hier über die Station verteilt. Aber trotzdem. Ach du Scheiße, das wird echt kein Spaß jetzt werden dort. Weil man weiß ja, wie sehr ich diese Station hasse. Ich hoffe, das ist der richtige. Kann ich nochmal irgendwo speichern vielleicht? Ach da, okay, das ist sehr gut. Dass ja so viel Scheiße passiert ist. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal gespeichert habe. Ich glaube, das war noch im Alien-Nest. Deswegen speichere ich lieber. Das ist sicher. Aber wenn ich das hier mit der Krankenstation höre, oh nö. Dann will ich da gar nicht hin, ey. Das ist also schon schlimm genug mit den ganzen Schießwütigen oben drauf und dennoch mit den Androiden da. Doch bestimmt hier so rein, oder nicht? Naja, müssen wir mal gucken. Vielleicht ist auch gar nicht so schlimm, wie es... Wie letztes Mal. Mal gucken. Also mit dem LD meine ich. Aber... Ja, keine Ahnung. Müsste, glaube ich, der richtige sein, ne? Ja, gucken wir mal. Wie gut ich da diesmal durchkomme in der Krankenstation. Ich will da eigentlich nicht nochmal reingehen, aber wir müssen es leider nochmal. Boah, Junge, Junge. Yay, ich freue mich. Die Rückkehr zur Krankenstation, toll. Da haben noch alle wieder drauf gewartet. Aber vielleicht wird das ja auch besser diesmal. Mal gucken. Ah, ich muss mal noch einmal einen weiterfahren. Okay. Ich bin also noch nicht ganz da. Ich muss noch mal umsteigen hier. Dann rufen wir mal schnell Transit Nummer 4. Aber wie cool, dass man auch umsteigen muss. Ja, Speicher brauche ich jetzt nicht für das Umsteigen. Ja, und falls die Bahn nicht kommt, ne, will ich auch mein Geld wieder hier zurückerstattet haben, ne? Das Ticket war teuer. So. Mal gucken, wo bleibt er denn? Müsste pünktlich sein. Ich glaube, ich höre ihn schon. Ah, da ist er. Pünktlich heute mal. Also, das habe ich immer nicht so wirklich das Glück hier. Ach, ich weiß, wo ich. Ach, die Lobby. Damals, wo wir das. Und dieser Bereich hier hinten, das war, glaube ich, der Bereich, wo wir damals das erste Mal das Alien getroffen haben, ne? Also unser erster Alien-Freund, den Eddie. Na, Medizinturm. Das ist mein Lieblingsturm mittlerweile. Was würden die noch sagen? Ich habe keine Ahnung. Sparen Sie Munition. Ja, super.
Aber ich glaube, die. Also, ich glaube, dieser Bolzen. Dieses Bolzenschussgerät, das wird. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäuberung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Oh. Warum haben Sie mich denn hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Anisidora. Marlow hat es geschafft, die Autopiloten-Codes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanz-Anlegestation. Es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. Okay, das heißt, wir werden bald entkommen. Es ist also nicht mehr lange. Oh oh. Und ich höre schon Eddies Cousin. Das ist wahrscheinlich Ready. Ready Go natürlich. Oh. Also dieses Bolzenschussgerät, das hat bei denen, glaube ich, keine Wirkung und ich bin falsch gegangen. Ah, oh, der Rollstuhl wieder, ne? Da ist jetzt mal kein Verrückter da drauf, weil sonst springen die mich mal an in der Anstalt. Weil soll das Squid Game sein oder. Bin gar nicht so sicher. Ich glaube, ich sollte mal lieber nicht ran, weil. Naja. Ein gewisses Vieh hier rumläuft. Na toll. Und ich dachte, ich müsste da nie wieder rein. Oh. Warte mal, kann ich jetzt den verbesserten Ionenschneider jetzt nicht dafür nehmen? Müsste eigentlich funktionieren, oder? Oh, es funktioniert auch. Ja, das ist, wir können das ja schön unter Betten verstecken, das wird wieder lustig werden, ey. Und frustriert bestimmt. Ach, ey, ich habe hier noch ganz tolle Erinnerungen von hier, ne? Das war eine schöne Zeit. Aber wo muss ich denn überhaupt diesmal hin hier? Geradeaus. Ah, toll, ich höre ihn schon wieder. Sensor benutzen. Habe ich ein bisschen spät vorgelesen, war? Ja, ich brauche mal eine Pause hier. Ich nehme schon wieder 8, 9 Folgen mittlerweile auf heute. Also das Spiel geht auch wirklich extrem lang und. Oh, nee, hier bin ich und. Was ist das denn? Ich sehe hier einen Start auf meinem Terminal. Marlow hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Ah, der Marlow. Das war. Ah, ja. Wir kennen den Marlow noch. Hä? Da war schon wieder diesen Flugbug wieder gefunden. Okay, er ist nach einem anderen. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Ah, hier waren wir nämlich schon mal gewesen, ne? Ach nö. Ja, wir kommen zurück, ne? Scheiße, ich höre ihn schon wieder. Alter, dass man hier ernsthaft nochmal zurückkommt, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Das wusste ich auch gar nicht mehr, ne? Ja gut, ich habe auch vieles in diesem Spiel vergessen, ne? Scheiße. Es kommt. Und ich sehe keinen Punkt zum Speichern, ne? Hey, den Korridor, den kenne ich ja noch, stimmt ja. Okay, da drüben kann man speichern. Was? Wo kommt der denn her? Normalerweise waren doch hier nie Androiden. Och nee. Das macht das Ganze ja noch viel schwieriger. Aber wenigstens keine Schießbütigen mehr, das ist ganz gut. Ja, ist gar nicht, ob. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch welche von denen vorkommen. Was? Den kann ich doch gar nicht sehen. Hä? Was? Was war das denn? Tritt mich. Als ob. Du kriegst mich aber nicht. Scheiße, wo gibt's denn hier was zum Speichern? Moment. Oh, jetzt sind wir da.
Und ich finde nichts zum Speichern. Ach so, doch, hier. Na klar, jetzt weiß ich natürlich wieder, wo ich bin. Nein, will ich nicht. Das habe ich schon 10.000 Mal zu euch gesagt, aber ihr hört mir nie zu. Ich werde sie einfangen. Ah. Alter. Nein, danke. Unterlassen Sie das. Alter. Was? Wo kommt der denn her? Scheiße. Hä? Was? Was war das denn gerade? Hä? Was war das denn? Der Android wollte mich gerade greifen und dann kommt das Alien einfach. Hä? Was? Was war das denn? Hat der Android einfach das... Nein. Oh, mach hinne. Kein Bock auf dich. Das hat keine Wirkung bei dem. Ah, ja, ich habe die Krankenstation wirklich vermisst, ne? Oh, nö. Da will man schon gar nicht mehr hier sein, ey. Alter, warum mit diesem Typen macht es einen noch viel verrückter? Gibt's doch gar nicht. Aber ich muss hier noch nicht mal hin. Ah. Du kriegst mich nicht. Okay, es explodiert nicht nochmal. Nein, will ich nicht. Das habe ich dir doch schon tausendmal gesagt, aber ihr hört mir nie zu. Was seid ihr denn für scheiß Synthetiker, sagt mal. Meine Güte, ey. Mit dieser Synthetenkacke hier. Oh, und das Schiff wackelt wieder. Ich muss mal gucken. Okay, ich bin hier schon richtig. Alter, ey. Jetzt fängt das ja schon wieder an. Wo ist denn der Typ eigentlich? Hat der mir anscheinend verloren? Die tragen jetzt anscheinend alle solche Anzüge, wie es so aussieht. Aber war da hinten nicht noch einer gewesen? Ich konnte mich noch so... Ich kann mich noch so ein bisschen dran erinnern. Ja, genau, hier vorne. Oh Gott. Was, ich muss diesmal da rein? Ich speichere mal lieber nochmal. Bevor... Naja, der nächste hier gleich vorbeikommt. Das war jetzt gerade wieder mal richtig böse, ne? Ich bald mal lieber den Flammenwerfer. Scheiße. Was ist das hier? Ach, eine Dose. Oh, cool. Okay, der Typ kommt mir anscheinend nicht hinterher, hoffe ich mal. Okay, gespeichert habe ich nochmal und ich hoffe diesmal, dass ich hier auch gut rauskomme. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Ach du Scheiße. Finden Sie den Schatten in der Sun? Ja, ja, okay. Aber wo muss ich denn dafür diesmal hingehen hier? Da drüben haben wir noch so einen Code. Nein. Der Generator ist nicht stark genug. Mal ist er durchgekommen. Es muss einen Weg geben. Scheiße, und ich höre es wieder. Wie soll ich das denn bitte machen? Okay, irgendwo hier auf jeden Fall, aber ich weiß nicht wo. Was ist das hier? Ach so. Ja, anscheinend auch gar nichts machen, wie es so aussieht.
Ach so, doch. Ah, einfach Karte auswechseln, das ist auch gut. Scheiße, wenn das Ding wieder durch... Das kann hier auch reinkommen. Ach du Scheiße, das wird ja immer schlimmer hier. Oh, das wird jetzt richtig schwer. Die Koordinaten sind bereits im System. Drücken Sie einfach auf den Knopf. Und Sie? Oh, komm, einfach weg hier. Komm, weg, 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 weg. Oh Gott. Okay, ich bin diesmal anscheinend ein bisschen besser durchgekommen. Aber wo ist denn das überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Alter. Okay, das ist heftig. Da mal weg hier, ne? Also, erstmal. Oh, endlich weg von dieser dreckskranken Station, ey. Ich hoffe, ich muss nie wieder in so ein Ding in diesem Spiel rein. Stell dir vor, was komme ich in die nächste Krankenstation? Kann ich mir aber nicht vorstellen. Obwohl, ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Ricardo, hören Sie mich? Gerade so, Rip. Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt. Scheiße, wo bin ich denn diesmal gelandet? Das sieht immer noch nach einer Krankenstation aus. Ich bin mir aber nicht sicher. Alter. Erkunden Sie die Anisidora. Das ist die Anisidora? Ah ne, die ist anscheinend woanders. Aber wo bin ich denn hier? Ach, das scheint wohl doch die Anisidora zu sein. Ich dachte schon, ich wäre jetzt hier auf der nächsten Krankenstation gelandet. Langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromo. Weyland Yutani Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Marlow hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück, entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Aber warte mal. Das ist aber eigentlich auch, dass er kein Alien ist, ne? Wir sind hier eigentlich unter uns. Das ist hier also ganz alleine. So, den Code finden wir wahrscheinlich hier. Oh, bitte sag nicht, dass ich gleich wieder zurück in die Krankenstation dann zurückkomme. Wir sind ja anscheinend nur ganz kurz hier. Signalempfang. Marlow. Hayes sagt, er hat gerade eine Art Signal entdeckt. Lewis arbeitet an die Entschlüsselung. Könnte die Nostromo sein? Willst du dir das selber ansehen? Okay. 4510. Wir sind außerhalb von Sevastopol. Marlow und Foster sind zuerst aufgewacht. Sie sah schrecklich aus. Meeks und ich sind auf dem Weg zum Shuttle zur Station. Aber, naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Ah, oh, vertippt. Scheiße. Oh Gott. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie Wind davon kriegen, wenn wir an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlow zahlt nicht mal annähernd genug für solch einen Ärger. Dieser Marlow, ne? Was der alles schon gemacht hat. Oh, da habe ich mir außersehen vertippt vorhin. Okay. Ja, das Wort kennen wir hier schon irgendwo. Also irgendwoher hier. Oh Mann, schmeißen. Ja, aber die Kanister wieder drin hier.
Wir hatten ja sowas ähnliches, glaube ich, schon mal gehabt in so einem Krematorium oder wo das. Also so ein. Nee, Kühlhaus war das. So ein Boden. Oh, keine Batterien mehr. Oh, was kommt denn da? Ein Bedienpult. Ach, das Spielchen schon wieder, das kennen wir auch schon. Okay, hat geklappt. Ich meine, diese kleinen Spielchen. Okay, und was nun? Komme ich da rein oder? Ich weiß es nicht genau. Okay, ich komme hier rein. Ricardo, falls Sie mich hören können, die Hauptenergie der Anesidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Ach, dieser Marlow. Hey, willkommen auf der Anesidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Sie haben mir Arbeit erspart. Er musste nur vorübergehend offline sein. Ich musste ein paar Sachen in Ordnung bringen. Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Sind viele Stellen offen? Ripley, Marlow hat mich hintergangen. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Taylor? Taylor! Marlow, was machen Sie da? Was sich sonst keiner traut. Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich habe etwas für Sie. Oh nein. Ich will nicht zu dir. Und anscheinend sind hier immer noch Viecher. Ja, Sevastopol freigeben. Anesidora, hier spricht Marshall Waits auf der Sevastopol. Oh. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess. Und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sevastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Mhm. Und Marlow wartet also hier. Okay. Aber wo? Ja, die Anesidora ist anscheinend doch ein bisschen größer, wie es so aussieht. Das ist anscheinend kein so kleines Schiff. Und das Ding kracht. Ich habe versucht, Foster zu retten. Ich habe sie auf Sevastopol gebracht. Habe alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen, alle Anzeichen zerstören, die Infektion vom Ausbreiten abhalten, sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Denn sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Ja, weil das System muss, es muss zerstört werden. Es muss vernichtet werden. Genau wie diese Viecher. Es sind einfach viel zu schlimme Taten passiert. Es muss alles davon vernichtet werden. Oh. Aber wobei ich mich irgendwie mal fragen muss, wie eigentlich so ein kleines Ding hier auf diese Station gekommen ist. Wir sind ja auf der Anesidora. Und die ist anscheinend ganz schön groß. Alter. Wie groß ist dieses Schiff? Da gibt es noch einen Speicherpoint. Ist das ein komischer Ort? Kommt zum Speichern? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich weiß halt nur, was will er von uns.
Benutzen Sie das Terminal? Ach, warte, ich glaube, ich weiß, was kommt, oder? Oh. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff... Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Krass. Das war also unsere Mutter gewesen. Ach du Scheiße. Jetzt wissen Sie Bescheid. Was tut denn Taylor bitte an? Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Ach du Scheiße. Und unsere Mutter war nie... Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Marlo! Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Alter. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Marlo. Fusionsreaktorenüberlastung im Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Ich hab's gefunden. Wo? Ach so. Scheiße. Ah, schnell. Okay. Alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf Manuell um. Können Sie es sehen? Oh, oh. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Scheiße, ich hoffe, es ist nicht zu spät. Oh, oh. Ach du Scheiße, was ist das auch noch? Oh nein, oh nein, oh nein, nein, nein. Die Gespräche können wir danach weiterführen, aber jetzt haben wir keine Zeit. Ah. Oh, und das Ding dreht richtig durch. Scheiße. Wobei. Oh Gott. Systemweite Störkaskade. Oh, Scheiße.
Scheiße. Oh nein. Oh. Scheiße. Oh. Ach du Kacke. Das ist nicht gut, Alter. Oh. Was? Oh Gott. Scheiße, muss ich denn jetzt... Geht nur noch da lang. Oh. Einfach nur noch schnell weg hier. Einfach schnell weg hier. Okay. Jetzt geht's wieder zurück zur Krankenstation? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Das heißt, die beiden sind jetzt auch tot. Ricardo. Ricardo. Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Oh nein. Ich versuche die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von ihnen angedockte Ambulanzshuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Scheiße, das heißt, die Torrents ist die letzte Kontaktmöglichkeit von jetzt und von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo Sevastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Scheiße. Okay, also... Der Marlow und Taylor sind jetzt offenbar tot. Unsere Mutter ist anscheinend irgendwo jetzt im All draußen. Wir sind wieder zurück in der Krankenstation. Die Anisidora ist im Arsch. Und wir müssen jetzt zu Torrents irgendwie, also wir müssen jetzt erreichen. Also wir kommen jetzt so langsam, glaube ich, immer näher dem Ende zu, ne? Aber noch nicht in der nächsten Folge, glaube ich. Nee. Naja, mal gucken, was da so passiert und... Ja, wir sind jetzt wieder hier. Aber warte mal. Das heißt eigentlich nur noch die, Varane da von der Torrents... Wir und Ricardo sind eigentlich nur die einzigen die noch so leben, glaube ich, ne? Die uns so bekannt sind. Weil andere, das sind, glaube ich, schon alle tot. Ich meine, Samus ist weg. Taylor, Marlow, die Marshalls. Also eigentlich sind nur noch wir drei denn nur noch übrig, ne? Scheiße. Und ob das Ricardo schaffen wird, ich weiß es nicht. Das werden wir offenbar sehen. Aber wir gucken erstmal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. In der Krankenstation, ne? Bis dann erstmal, ne? Ciao, ciao.